Hos Café var Henrik Freischlader. Henrik, vielen Dank dafür. Du hast eine riesen Partie gespielt. Wir haben soeben konkludiert, dass ein Song 20 Minuten gedauert hat. Also, da konkludiere ich, dass man auch jammen auf das Podium, dass du das magst. Ja, auf jeden Fall. Das hängt immer davon ab, wie wir uns gerade fühlen und wie das Publikum ist. Und gestern war das Publikum sehr gut und wir hatten große Lust. Und deswegen machen wir die Songs dann schon mal so lang, 20 Minuten lang. Wir werden mal reinhören. Henrik Freischlader, wohnhaft in Wuppertal in Deutschland. Da haben wir die Eigenschaft in den Inland, dass wir nicht nach Osten gegen gucken für den Blues. Aber da ist wohl eine Blues-Szene. Und Henrik Freischlader, der ist schon einige Jahre darin tätig in Deutschland. Kannst du mal ein bisschen die Blues-Szene beschreiben dort? Ja, in Deutschland haben wir eigentlich eine ziemlich große Blues-Szene mit vielen Bands. Wir haben viele nette Kollegen, die auch wie wir überall versuchen zu spielen und recht rührig sind in dem Bereich. In Wuppertal gibt es eine ganz alte Jazz-Tradition. Da haben wir schon eigentlich seit vielen Jahren eine richtig gute Jazz-Szene. Und da kam dann halt irgendwann auch eine Blues-Szene dazu, die hat sich so entwickelt. Und es ist aber insgesamt, kann man sagen, dass es da doch eine Blues-Szene gibt. Also lohnt sich, mal hinzuschauen. Dein eigener Stil, der ist auch, da kann man auch ein bisschen Jazz reinhören. Auf jeden Fall Funk, das schwingt schon. Wann hast du angefangen mit Spielen? Ich habe verstanden, dass du alle Instrumenten beherrschst, selbst gelernt auch noch. Mhm. Wann hast du gedacht, die Gitarre ist das schönste Instrument für mich? Also mit Gitarre habe ich erst angefangen, da war ich 14. Vorher habe ich Schlagzeug gespielt von 4 bis 14 und nebenbei immer Bass. Klavierunterricht hatte ich sogar mal. Das war so das einzige Instrument, was ich richtig gelernt habe. Und mit 14 habe ich dann begonnen, Gitarre zu spielen. Dann kam irgendwann mit 17 der Gesang dazu. Da habe ich mich das erste Mal getraut zu singen. Wer hat dich inspiriert, blueshaft? Also das war genau zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Das war Gary Moore. Da hatte ich ein Album gehört, After Hours hieß das. Und das hat mich wirklich umgehauen damals. Und auch einfach der Sound von Gary Moore, der Sound von dieser Les Paul, der hat mich eigentlich zum Blues gebracht sozusagen. Weil über ihn bin ich dann durch diese Brücke von Blues zu Rock auf andere Blues-Legenden gekommen, wie Peter Green, B.B. King, Albert Collins, Albert King. Und habe ich deren Vorbilder wieder gehört und so hat sich das dann entwickelt. Aber die Initialzündung war sozusagen Gary Moore. Du hast Blues, für den Blues hast du eine Schule gemacht, also du hast Gary Moore gehört und dann bist du auf Untersuchung gegangen. Meinst du auch, dass Menschen müssen wissen, wo der Blues entstanden ist, um ihn gut zu können spielen? Muss man immer legen, also es ist sicherlich wichtig, dass man sich dafür interessiert, wo eine Musikrichtung herkommt, aber ich würde es jetzt nicht als Dogma sozusagen nehmen, weil gerade junge Leute, die vielleicht für eine eher rockige Art vom Blues angesprochen werden, die durch eine rockige Art vom Blues angesprochen werden, die schreckt man dadurch vielleicht ein bisschen ab, indem man ihnen direkt sagt, ihr müsst aber auch das und das wissen, ihr müsst auch das und das hören, bevor ihr da irgendwie anfangen könnt, richtig Blues zu spielen. Ich denke, das ist einfach eine Sache, die man laufen lässt. Da werden sich die Leute schon selbst für interessieren. Es ist ja auch wahnsinnig interessant, wenn man erstmal damit anfängt. Und es gibt so viel, was es da zu entdecken gibt. Ich selbst habe lange noch nicht alles entdeckt. Also es ist eine endlose Reise, auf die man sich da begibt. Gestern war das erste Konzert von der, lass mal sagen, die erste offizielle holländische Tour. Mhm. Du hast schon öfter in Holland gespielt und das Wichtigste war in Tegelen. Und da hast du mitten auf den Tag war du programmiert und da hat die Leute ihn richtig hingehauen. Was erwartest du von diesen die paar Tagen in Holland jetzt? Also wir erwarten schöne Konzerte in schönen kleinen Clubs. Also wir sind jetzt keine Band, die große Bühnen unbedingt braucht. Im Gegenteil, uns sind sogar kleine Bühnen eigentlich lieber, eine intimere Atmosphäre mit einer guten Anzahl Leute, die wirklich
nah an der Bühne sind, dabei sind, die man sehen kann und die man auch spüren kann auf der Bühne, die Energie. Und da freuen wir uns jetzt drauf, auf diese kleine Tour. Und wir hoffen natürlich, dass wir jedes Jahr wieder kommen können nach Holland für eine Tour. Da wären wir sehr froh drum. Und dass sich das so peu à peu entwickelt. Aber jetzt immer mit der Ruhe. Immer mit der, genau. Immer mit der Ruhe. Du hast auch noch eine andere, andere Band, 5 Live. Sind das andere Jungs, oder? Ja, das sind zum größten Teil andere Jungs, außer dem Mo, meinem Organisten, der spielt da auch mit. Aber sonst haben wir Mickey Näher am Schlagzeug, einen Saxophonisten, Tommy Schneller und noch Olli G am Bass. Das ist ein anderes Projekt, da machen wir mehr Oldschool Blues und ein bisschen Soul, ein bisschen Jazz, ein bisschen ruhiger als Ausgleich. Du hast vor ein paar Monaten, voriges Jahr war das, ein CD herausgebracht, recorded bei Martin Meinschäfer. Er war gestern auch dabei. Ich habe ihn gratuliert mit der CD-Name von ihm. Aber ich habe verstanden, dass du jedes Instrument selber spielst auf die CD, auf die ganze Produktion. Wo fängst du mit an? Mit der Gitarre, mit dem Schlagzeug? Wo? Also ich habe bei der Produktion meistens mit dem Schlagzeug angefangen. Also bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich keine Noten lesen kann und auch nicht schreiben und auch keine Tabulaturen und gar nichts eigentlich, muss ich den Song irgendwie im Kopf haben. Also dann stelle ich mir den so vor und habe den dann auch im Kopf. Und wenn ich dann Schlagzeug spiele, dann singe ich so ein bisschen mit und weiß dann, wo ich gerade bin, kann die Spur zu Ende spielen. Und dann habe ich mit Bass meistens weitergemacht. Dann eine Rhythmusgitarre drauf, dann die Orgel, später ein Solo und dann noch Gesang, und so hat sich das entwickelt. Aber man muss dazu sagen, diese Art der Produktion und diese Art, so ein Album aufzunehmen, funktioniert auch wirklich nur mit jemandem wie dem Martin, weil der halt einem die nötige Ruhe gibt und so, und man kann ausprobieren und der lässt einen ausprobieren wirklich halt. Und das war eine total schöne Atmosphäre und deswegen hat das auch gut geklappt. Und deswegen stehen wir auch beide auf dem Cover. Ja, man, Menschen, die das Album hören, muss man gut reinhören. Das ist wie ein Schlagzeuger, der feuert die Gitarren an. Das ist wie in der Band. Genau wie in der Band. Ja, das ist toll, wenn das dann so wird. Ja, nee, ja, vielen Dank. Das ist schon gut. Heute ist es 11.11.2010. Karneval steht am Anfang, aber da war nicht die Frage, wenn wir über 5 oder 10 Jahre nochmal so ein Gespräch haben, wo steht der Henrik Freislader dann? Musikalisch und auch mit den Konzerten, groß, klein? Oh, mal sehen, vielleicht beides, hoffentlich. Nee, weiß ich nicht. Also wir haben keine riesigen, großen Erwartungen, die wir jetzt irgendwie nicht erfüllen könnten, oder wir sind jetzt nicht unter Druck. Wir sind eigentlich schon sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt schon haben. Also dass sich zum Beispiel in einem anderen Land überhaupt Leute für unsere Musik interessieren. Ja, wir haben genauso in Deutschland eigentlich angefangen mit kleinen Clubs und dann jedes Jahr wieder eine Tour und dann kamen immer mehr Leute und so bleibt das eine ehrliche Sache. Im Endeffekt wollen wir einfach nur viel live spielen, ob jetzt große Konzerte oder kleine, das ist eigentlich völlig egal. Das heißt, wir stehen bestimmt in 10 Jahren entweder noch mal hier oder in einem anderen kleinen Raum oder in dem großen Raum, aber in genau derselben Atmosphäre, hoffe ich. Vielen Dank, Henrik. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielen Dank auch.